Und dann wollen Sie zu diesem Vlog gegen den Hamburger Sportverein. Junge, fett bist du geworden. Und dann wollen Sie zu diesem Vlog gegen den Hamburger Sportverein. Was kann man zu dem Spiel sagen? Ich bin gerade 20 vor 3 und irgendwie schon kein Team draußen. Wird sich vielleicht nicht viel verändern, außer dass uns halt ein Baumgartel fehlt. Ich hoffe, dass sie das Scheißspiel gewinnen. Ne? Also, Hamburg, sorry, aber die muss man einfach besiegen. Aber genau deswegen habe ich Schiss, weil sie alle unterschätzen. Alle unterschätzen Hamburg, alle sehen sie schon als Absteiger, ich auch. Aber ich glaube, gerade deswegen wird es ein ekelhaftes Spiel. Werden sich voll hinten reinstellen, alles. Wird echt ekelhaft, aber ich denke, wir werden das Ding trotzdem heimholen. Haben uns 40 Punkte und dann kann man wirklich endlich sagen, sind wir wirklich vom Abstiegskampf weg. Ob wir unbedingt ums Brecken in Euroleague rein müssen, ist die andere Frage. Halte ich für eher schadend in der nächsten Saison. Aber ja, 60.000, Wetter ist echt ganz gut. Ich glaube, ein Trikot ziehe ich trotzdem noch nicht an, das ist, nee. Aber ja, geiles Wetter, volle Bude. Das könnte ein geiler Fußballnachmittag werden. Ich hoffe, wir gewinnen das Ding. Hamburg bringt ja nicht die schlechtesten Fans mit, sag mal so. Das ist erst so der große Trumpf von Hamburgern noch, dass sie halt geile Fans haben. Außer die paar Idioten, die ihre eigenen Spieler töten, durch die Stadt jagen wollen, tralala. Ja, davon mal abgesehen. Immer dann viel Spaß mit dem Vlog gleich. Ich weiß nicht, was das gerade für ein behindertes Geräusch war. Irgendwie schon lange mal dieses Ding in der Hand gehabt. Gerade einfach nur nonstop irgendeine scheiß Abi-Vorbereitung. Wenn das vorbei ist, wird rausgehasselt, Kappa. Ja, mal viel Spaß mit dem Vlog, ne? So, Ladies and Gentlemen, ja, Le Floyd ist da. Es sind die Aufstellungen raus. Zieler, Viererkette aus Pavard, Kaminski, Barschuber, Insua. Schauen wir mal selbst, das funktioniert keine Ahnung. Gentner, Askasiba, Ogo, Tommy, Ginczek und Mario Gomez. Alter, ist das eine geile Sau. Dann haben wir Hamburg. Pollos, Beck im Tor, Sakai, guter Mann, Gideon Jung, Ambrosius in der Abwehr und Douglas Santos, ein Matti Steinmann in der Mitte. Und irgendwie Leute, die ich nicht kenne. Marco. Die Spielminute der Ausgleichstreffer zum 1:1.
Torschütze trägt die Nummer 33 und heißt Daniel! Und für Nummer 33, Daniel! Wir haben einen neuen Spielstand. Stuttgart! Hamburg! Und das ist auch gut so! Als Halbzeitanalyse war jetzt nicht so der Burner. Das war sehr viel, naja, Abtasten kann man sich sagen. Es war einfach nur, ja, das ist halt passiert, wenn man Hamburg unterschätzt. Ganz einfach. Hamburg ist unterirdisch, bleibt so, die ganzen Fehlpässe, aber ja, wir waren einfach scheiße. Das Tor kommt zum psychisch besten Zeitpunkt der Welt, aber an sich ist das bisher einfach kein gutes Spiel von uns. Deswegen hoffe ich mal, dass das, gut, wir müssen Hamburg besiegen, sag mal so. Deswegen hoffe ich mal, dass das was wird. Stuttgart 0-2. Jawohl! Ja. Auf geht's, Jungs aus Kaltstadt! Schieß ein Tor! Auf geht's, Jungs aus Kaltstadt! Hey! Jungs aus Kaltstadt! Immer derselbe Scheiß an Abstoß, echt? Im Leben nicht. Ole, 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 wir sind immer für euch da. Sich rausnehmen, da den Ball mit der Hacke weiterzuleiten. Gar nichts, was ihr wollt. Das gibt's doch gar nicht. So alle halber ist das. Wie kann man sich das rausnehmen, da einen Scheißball mit der Hacke zu spielen? Was ein Scheißspiel! War nicht schlecht, Alter! Immer wieder der VfB! Immer wieder! Also, das war das erwartete Spiel, nur noch schlechter. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so unfassbar schlecht spielen werden. Da habe ich mich schön mal die Zeitung runtergefasst, auch nicht schlimm. Aber das war einfach nicht gut. Es war einfach Not gegen Elend. Obwohl Not gegen Elend klingt sogar noch besser als das, was es wirklich war. Das war wirklich schlecht. Hamburg hat tatsächlich ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt als wir. Was damit das Peinlichste ist, was es überhaupt gibt. Also, ja, wie man sieht, ich bin nicht wirklich amazed. Da war gerade eine zu große Menschenmenge, da konnte ich gerade nicht mehr weiterfilmen. Ich bin nicht amazed. Das, nee. Gegen HSV muss halt einfach eigentlich einen Sieg erwarten. Ich schätze, es hat nicht funktioniert. Hamburg hat eigentlich, also ich schaue Hamburg nicht aktiv, aber so im Vergleich zu dem, was ich so gehört und gesehen habe in den Zusammenfassungen, hat es wenigstens mal ein bisschen Spielwitz, ein bisschen Spielintelligenz, ein bisschen Lust, aber es sind Fehlpässe auf beiden Seiten. Vor allem Aogo heute. Das kann es dir einfach nicht geben. Aber es muss irgendwann passieren, dass wir auch mal ein schlechtes Spiel erwischen. Wir haben jetzt seit unter Korko, glaube ich, kein wirklich schlechtes Spiel gemacht. Wolfsburg war nicht so der Burner. Erste Hälfte Köln oder erste Halbstunde in Köln auch nicht. Und jetzt halt das hier. Was willst du machen? Wir können auch nicht ewig auf so einem Top-Niveau spielen für uns. Schon das passiert, was wir immer mit Frankfurt, Leipzig, sonst was gemacht haben. Nämlich sie auf
das gegnerische Team auf das Niveau von unserem Team runterzuholen. Und das haben wir mit uns gemacht. Gut, muss man mit leben. Punkt ist okay. Köln hat voll auf die Fresse bekommen, es tut mir leid, aber damit ist Köln wahrscheinlich ist jetzt abgestiegen. Ich dachte, die kriegen vielleicht noch ein bisschen Euphorie rein, nachdem sie gegen Leverkusen oder gegen Winz war. Naja, tut mir leid für Köln, für Hamburg wird es noch nicht leid tun, aber bin mal gespannt. Wir haben jetzt dann Dortmund auswärts. Ob sich jetzt ein Abwärtstrend einbaut bei uns, weiß ich nicht, glaube ich nicht, hoffe ich nicht. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Du Missgeburt!